Ich kann ja nur spekulieren und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Brahms Werke, so kompakt sie auch häufig sind, vor allen Dingen in den kleineren Stücken, aber auch enorm expansiv, sind ähnlich wie bei Beethoven Werke, die einen enormen Mut erfordern und einfordern vom Interpreten. Und die ungeheuer direkte Aussage seiner Musik, die der Mut zum auch zum Schmerz zulassen, die emotionale Sprengkraft spricht für mich vor allen Dingen für einen ungeheuer, ja, emotional mutigen Interpreten, mutigen Pianisten, Interpreten, Komponisten, you name it. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Den Struggle und die Mühe merkt man, glaube ich, sofort. Das Werk beginnt mit einem mit und in einem emotionalen Schockzustand. Das ist ja kein Ausrufezeichen, mit dem das Stück beginnt. Es beginnt mit Schrecken. Und dieses Mühevolle, sich weiter voranzuarbeiten, das spürt man in jedem Takt. Ja, absolut. Und gleichzeitig ist es, wenn es dann ein Ende findet, in strahlendem D-Dur, eines der bemerkenswertesten musikalischen Werke aller Zeiten. Aber ja, es ist harte Arbeit. Ist aber auch harte Arbeit für jede und jeden, die das spielt und hört. Aber auch größte Freude und größtes Glück. Ja, das zweite Klavierkonzert lässt sich in gar nichts vergleichen zum ersten, bis auf vielleicht eine ähnliche Länge. Man spricht ja häufig in Pianistenkreisen beim zweiten Klavierkonzert von einem, der physikalisch auch und mental sowieso, aber auch technisch anspruchsvollsten Werke der Klavierliteratur überhaupt. Und es stimmt. Es ist ungeheuer anspruchsvoll, es zu spielen. Ich muss aber sagen, wenn ich beide Klavierkonzerte vergleiche, die ich beide unendlich liebe und auch ja beide hier spielen darf, das zweite Klavierkonzert, so schwer es ist, würde ich touren. Ich kann mir vorstellen, dieses Stück Tag um Tag um Tag um Tag zu spielen. Weil so schwer es ist, so verleitend es auch, also so sehr es mich auch verleitet am Klavier still in mich hinein, wenn ich vor Publikum sitze oder sehr laut aus mir heraus, wenn ich alleine bin, auch zu fluchen. Das ist ein Stück, das gibt. Es hört nicht auf zu geben. Es ist ein unglaubliches Geschenk, dieses zweite Klavierkonzert spielen zu dürfen. Es ist pures Glück, es ist pure Freude. Das erste Konzert ist ein Stück, das mehr nimmt. Es saugt mich aus. Es ist wie, als würde ich so ein nasses Tuch irgendwie ständig zusammendrücken und um noch den letzten Tropfen rauszukriegen. Das ist ein Stück, bei dem bin ich leer danach. Beim zweiten Klavierkonzert bin ich erfüllt. Also so würde ich die beiden für mich ganz persönlich vergleichen. Sehr, sehr eng. Ich habe wahrscheinlich über keinen Komponisten mit Christian Thielemann, außer vielleicht Wagner und Beethoven und Schumann, häufiger gesprochen als über Johannes Brahms. Wir wollten diese Stücke beide miteinander spielen, schon seit einiger Zeit. Manchmal telefonieren wir out of the blue, einfach nur, um über eine Brahms-Stelle zu sprechen. Es ist sehr, sehr, ehrlich gesagt, es ist einfach wahnsinnig schön, mit ihm über Brahms zu sprechen. So. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie schön es sein wird, mit ihm dann Brahms zu spielen. Und dann auch noch mit den Kolleginnen und Kollegen von den Wiener Philharmonikern. Das ist so ein Projekt, wenn ich dran denke, laufe ich gleich wie ein grinsender Kater hier aus dem Musikverein. Für beide. Je nach Laune. Aber für beide. Ich werde mich jetzt hüten davor,
musikwissenschaftlich zu erklären oder zu versuchen zu erklären, weshalb Brahms beides war, was ja bemerkenswert ist. Sowohl Traditionalist als auch Erneuerer. Was ich aber sagen möchte ist, er ist schon deswegen progressiv, er ist schon deswegen Erneuerer, eben weil er, und nun komme ich zurück zum ganzen Anfang unseres Gespräches, so mit so einem offensten Visier, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, ohne scheinbar rote Linien, was den eigenen Schmerz angeht, was das Zulassen der eigenen Emotionen angeht, so offen war als Mensch, als Individuum in seinen Werken, auch so sehr sich erzählt hat durch seine Werke. Ja, wenn das nicht progressiv ist, im Übrigen auch heute in 2023, dann weiß ich nicht, was progressiv sein soll. Ich mag keine Fragen, die mich zwingen zu spekulieren, aber die erste Klaviersonate von Brahms ist alles, aber kein zögerndes Stück. Mit anderen Worten, hemdsärmlich würde ich sagen, nein, hat er nicht. Und jetzt kommen wir in Details und jetzt kommen wir in die Grauzonen und dann kann man da häufig drüber reden, oder sehr, sehr viel darüber reden. Aber ich kann nur spekulieren und sage jetzt einfach mal, um Zeit zu sparen, nein, hat er nicht. Aber wahrscheinlich doch. Melancholie? Ja. Den Hang zum Einsamen? Ja. Die Lebensfeier und gleichzeitig die permanente Beschäftigung mit dem eigenen Sterben? Ja. Es ist einfach einer der besten Konzertsäle der Welt. Plain and simple. Full stop. Es ist ein... Wenn es irgendein Geschenk gibt für einen Interpreten, irgendwo spielen zu dürfen, dann ist es dieser Saal. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und der Saal ist nur am Geben, ist nur am Schenken. Er macht dich einfach zu einem besseren Musiker. Einfach weil der Raum so ist, wie er ist und weil die Menschen in diesem Raum so sind, wie sie sind und so werden, wie sie sind. Und es ist so unterstützend. Alles daran ist so... supportive, dass ich einfach, wenn ich in diesem Saal spielen darf, gehe ich als ein sehr viel glücklicherer Mensch raus, als der ich war, als ich reinging. Ich glaube, womit wir mehr Zeit verbringen sollten, ist darüber nachzudenken, weshalb sollen Menschen eigentlich kommen? Weshalb machen wir das hier eigentlich? Damit wir ihnen in der 1000. Variante über Plakate und Programmhefte erzählen, dass die tollsten, besten, größten, wunderbarsten Künstlerinnen und Künstler der Welt in einem Wiener Musikverein kommen. Das wissen Menschen seit Generationen. Dieser Saal steht für das Schönste, Tollste, Beste, Großartigste, was die Musik für die klassische Musikwelt zu bieten hat. Das ist einfach. Das ist erzählt. Ich glaube, das Vertrauen hat der Musikverein auch. Wie kaum ein anderer Ort auf der ganzen Welt. Ich glaube, wir sollten viel mehr Zeit damit verbringen, uns zu fragen, was ist es noch, was Menschen dazu bringt, zu kommen. Und da kommen wir zum Aspekt der Einladung. Und mir reicht es nicht zu sagen, komm zu uns, weil wir sind die Besten. Und die Sehnsucht, die ich heute spüre, sehr viel, wenn ich mit Menschen kommuniziere, mit meinem Publikum, ob schriftlich oder mündlich, auf Social Media oder analog, ist die Sehnsucht nach dem Nicht-Allein-Sein. Wir wollen alle die besten Ergebnisse. Alle. Aber ich sitze nun hier als jemand, dem Menschen wichtiger sind als die Werke. Das muss ich einfach mal so deutlich sagen. Mir ist der Mensch wichtiger als die Sonate. Mir ist die Frage, für wen mache ich das hier, wichtiger als wie gut war ich. Und ich mache das, ich darf das machen für die Menschen, die mir ihre Zeit schenken. Und ich glaube, daran zu erinnern, dass Musik uns beschenkt mit dem
kurzen Moment des Nicht-Alleinseins in dieser Welt, die einem wirklich, wirklich jede Kraft rauben kann. Wo sollen wir anfangen? Übrigens auch mir. Es macht was mit mir, jeden Tag die Zeitung aufzuschlagen. Es macht was mit mir, jeden Tag Online-Nachrichten zu lesen. Es macht was mit mir, zu sehen, wie Ukrainerinnen und Ukrainern einfach ihre zivile Infrastruktur weggebombt wird, dass Menschen sterben, dass Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, Kinder sterben unter Raketenhagel eines imperialistisch durchgeknallten russischen Diktators. Es bricht mir das Herz, es macht etwas mit mir. Ich kann nicht im luftleeren Raum Musik machen. Und es helfen Momente des Nicht-Alleinseins mehr als alles andere. Ich kann wirklich, ich würde eher auf jedes Konzert auf dieser Welt verzichten, als auf Räume, wo ich nicht alleine bin. Ist mir egal, ob ich Beethoven-Sonaten spielen darf. Bitte gebt mir Räume, wo ich mit meinen Gedanken nicht alleine bin. Und ich glaube, das, und das kriege ich mit, das ist eine der wichtigsten Empfindungen, die Menschen zurzeit dazu bringt, in kulturelle Räume sich zu begeben. Was sind kulturelle Räume? Konzerthäuser, Theater, Restaurants, Bars, Stadien. You name it. Das alles sind kulturelle Räume, wo wir nicht allein sind, wo wir nicht allein sein können. Und über diese Einladung, glaube ich, lohnt es sich mehr und mehr nachzudenken. Wenn wir das nicht tun, glaube ich, verpassen wir die Chance, zum Kern vorzudringen, nämlich wieso machen wir, was wir machen?